Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Baby-Countdown-Vlog. Es ist, glaube ich, heute 2 oder 3 Tage. Wir haben heute 39 plus 4 erreicht. Tada! Livia ist noch ganz glücklich da drin. Die bewegt sich regelmäßig, also ich muss mir keine Sorgen machen. Glaube ich zumindest. Aber wen gestern Abend wieder so ein bisschen, wo ich dachte, na, vielleicht, aber nein, nichts. Und ich habe gerade noch mal so alte Papiere rausgekramt und da habe ich gesehen, dass Calvino bei 39 plus 5 geboren wurde oder auf die Welt kam. Also bei 39 plus 4 morgens gingen die Wehen los, also jetzt quasi. Und nächsten Tag um kurz vor 3 ist er geboren. Ich dachte immer, irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass er eine Punktlandung war, dass er am ET direkt gekommen ist, aber nein, 39 plus 5, also morgen quasi, wäre sie soweit. Und alle sagen immer, das ist beim zweiten Kind, die kommen meistens früher und da geht's schneller. Ja, nicht bei uns. Nicht bei uns, sag ich euch. Wir haben heute Nachmittag nochmal einen Termin bei der Hebamme. Die wird nochmal alles kontrollieren, ob alles okay ist, ob das Baby gut versorgt ist. Ja, also letztes Mal hat sie ja gesagt, dass der Muttermund noch nicht auf ist, dass der noch weit oben ist, also noch runterkommen muss, alles noch runterkommen muss, der Kopf und alles. Ist noch nicht fest ins Becken gerutscht, das Köpfchen, was die halt so sagen. Es dauert noch, hat sie gesagt. Das machen wir dann am Nachmittag. Danach gehen wir noch einkaufen, unseren Wocheneinkauf. Wir brauchen aber nicht so viel. Wir haben ziemlich viel irgendwie auf Vorrat, sowieso immer hauptsächlich frische Sachen. Und ja, wir werden den Tag begleiten. Vielleicht geht es ja heute auch wieder los, so wie vor 10 Jahren, ja, fast 10,5 Jahren ungefähr. Calvino ist jetzt 10,5 fast. Oh mein Gott. Ja, aufregend, wenn ich überlege. Also, dass an diesem Tag, 39 plus 4, ging es los vor. Also beim ersten Kind halt. Unglaublich. Ja, ich mache jetzt ein bisschen hier den Haushalt. Die Spülmaschine, was man halt so macht, machen muss. Und ja, ich hole euch einfach nachher wieder dazu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Aufräumen. Hier. Kartoffeln. Kartoffeln habe ich hier noch. Kartoffeln. Murphy kriegt jetzt seine Snackschlange. Komm. Er wartet schon, er ist schon in Position. Kidneybohnen, genau. Und das reicht auch schon, würde ich sagen. Meinst du? Erstmal. Ja, gut, dann. Wobei, noch ein kleines Stück Feta kann da ja rein. Da wird er sich aber freuen. Die? Bitte film ich mich, oder? Nein, ich film dich nicht. Also nur deine Beine und Hände und so. Okay. Marcel, ja, liegt schon. Oh, oh, geil, geil. Bestes Spiel. Mach das. Schön. So, wir haben jetzt gegessen. Offensichtlich. Und jetzt, ach so, ich muss den Tisch erstmal abräumen. Und dann zeige ich euch. Es sind nämlich, ich habe mir was bestellt wieder. Stilltops. Zwei Stück, zwei Stilltops. Ich räume eben den Tisch ab. Ich melde mich gleich nochmal. So, hier sind die. Zwei ganz einfache. Ein schwarzes und ein weißes. Ups. Hier mit diesen Verschlüssen. Ich habe mir jetzt noch kein Still-BH bestellt, weil ich will erstmal abwarten nach dem Milcheinschuss, welche Größe ich dann brauche. Aber ich denke mal, mit zwei Stilltops komme ich auch erstmal ein Stück weiter. Die haben nämlich hier, die haben so ein Legeding, also da braucht man gar nicht unbedingt ein BH dafür. So ein Gummizugbündchen, da kann man auch ein Stillpad reinmachen und sowas. Das geht schon alles. Vielleicht brauche ich dann ja gar keinen Still-BH oder einen. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Lass ich auf mich zukommen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Und dann fahren wir zur Hebamme. Und ich sage, heute sind Wehen da drauf. Muss doch mal, oder? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Bing. Okay, erzähl. Die Bims. Die Bims? Nein. Ja, du bist. Also, wir waren bei der Hebamme. Ja.
ob sie denn Haare hat, da hat sie gesagt, das könne sie nicht fühlen, weil ja die Fruchtblase dazwischen ist. Versuch doch mal. Gib dir Mühe. Also es ist alles in Ordnung, dem Baby geht's wunderbar, fühlt sich sehr wohl. Es sind endlich leichte Wehen zu sehen auf dem CTG. Ja. Und was? Ach so, Muttermund ist leicht, also fingerdurchlässig. So, was ist das, ein Zentimeter? Ja. Aber besser als letztes Mal. Ja. Sie sich erinnern. Und es ist weiter nach vorne gegangen. Auch kein Blut. Ja, genau. Das war so. Ich habe zu ihr gesagt, da können Sie sich dran erinnern, weil das sind ja zwei Hebammen und das sollte die untersuchen, die auch letztes Mal untersucht hat. Nicht, da können Sie sich denn daran erinnern, wie sich das vor, was war das, eine Woche? Freitag. Also vor 5 Tagen oder so angefühlt hat. Und sie so, ja. Und dann hat sie halt so gefühlt und hat gesagt, fingerdurchlässig. Und das ist ja, letztes Mal hat es ja geblutet. Ne? Und ich so, nein. Sie hat gesagt, diesmal ist ja auch kein Blut. Oder so. Letztes Mal auch kein Blut. Letztes Mal war auch kein Blut. Ach so, oh. Dann verwechsel ich sie wohl. Ja, egal. Aber es ist alles okay. Und ab Samstag ist ja der ET. Das sind jetzt noch, heute ist Mittwoch. 3 Tage. 3 Tage. Also am Samstag haben wir wieder einen Termin und dann müssen wir alle 2 Tage hin. Ja, wenn sie nicht schon vorher kommt. Man weiß es ja nicht so genau. Morgen, schauen wir mal. Zeit. Ja. Aber sie hat gesagt, das heißt jetzt alles gar nichts. Wir können halt rausgehen aus der Praxis und es geht los. Also es kann ja auch voll schnell gehen dann, ne? Bei einem Aldi vielleicht. Genau, wir gehen jetzt noch in Aldi einkaufen. Ja, vielleicht kommt sie da. Ach so. Schauen wir mal. Ja. Also ich vermute ja, dass sie morgen oder übermorgen kommt. Eigentlich glaube ich morgen. Nein, geht nicht. Aber der innere Monk von Bernd sagt, geht nicht, weil wir haben alle an ungeraden Tagen Geburtstag. Sogar der Hund. Sogar der Hund. Und morgen ist der 14. Deswegen geht das nicht, sagt der Bernd. Aber ich glaube... Alle, sogar meine Eltern und Schwester fällt mir gerade ein. Ja, jedenfalls. Was wollte ich jetzt erzählen? Genau, weil ja Calvino auch bei 39,4, so wie heute, losging und 39,5 ist er gekommen. Glaube ich, sie kommt morgen. Aber weil Bernd sagt, morgen ist der 14. und das ist eine gerade Zahl, geht das nicht? Sag ich, sie kommt Freitag, ich übermorgen. Ich glaube, Mülltonne rausstellen, habe ich dir gesagt, da kann ich nicht. Ich dachte, Freitag musst du die Mülltonne rausstellen. Wenn die abgeholt, dann musst du reinholen. Ja, das schaffe ich dazwischen. Es ist halt voll schwierig. Wir sind so Menschen, wir planen total gerne, ne? Dann und dann sind alles. Wir da und da mit allem. Also selbst wenn wir... Außer das Duschentermin nicht letzte Zeit nicht so. Im Moment schludern wir, weil wir Lockdown haben. Stinkt ein bisschen. Nein, stinkt's nicht. Aber normalerweise sind wir schon echt Planungsmenschen und das kann man halt so gar nicht planen. Der Bernd ist der Oberplaner. Ne? Du hast immer den Plan. Meistens von allem. Sogar Urlaub. Wird schon von Deutschland aus Ausflüge gebucht, ja, im Ausland. Total ätzend ist, wenn man planlos daneben geht. Ja, aber wir sind ja trotzdem flexibel, wenn ja, wir dann sagen... Planen flexible Planung. An. Genau, wir planen flexible Planung. Das passt aber einfach. Naja, okay, deswegen plane ich flexibel, morgen oder übermorgen ist die Geburt. Termin. Ja, so genau bin ich auch nicht. Okay. Können wir ins Casino fahren? Können spontan. Ist zu, oder? Und Casino? Ja. Lässt du gleich den Brathähnchenauflauf weiter? Ich sehe mal dein Fans. Ich habe ja das Kartoffelrezept, Kartoffelgratin-Ding gemacht. Mann, was ich euch gestern gezeigt habe. Und der Bernd sagt, und ich auch, es schmeckt nach Hähnchen. Ich weiß nicht warum. Das einzige Gewürz. Oder die Gammelkartoffeln waren. Das einzige Gewürz da drin ist Muskatnuss, ja, und Salz und Pfeffer, aber da ist halt nichts Hähnchengewürz oder sowas drin, kein Gyros. Hast du vielleicht aus Versehen aus dem Schrank nicht das Muskat, sondern das Hähnchengewürz genommen? Wir haben Hähnchengewürz. Nein. Doch? Ja, ich habe aber das Muskat genommen. Ich habe nämlich extra noch dran gerochen. Verwirrt in letzter Zeit. Nein. Hast du dich vielleicht verrochen? Und vielleicht, weil du so nach Schweiß gestunken hast daneben. Willst du wieder ein tolles Bild von mir haben? Ja, okay, wir gehen jetzt in Aldi und melden uns später. Wir sind wieder zu Hause. Wir haben mehr eingekauft, als wir ursprünglich geplant haben, aber das ist ja öfters so. Und ich zeige euch jetzt einfach mal unseren Aldi-Wocheneinkauf. Ihr wisst, wir machen immer eine
Liste, so Wochenplan, was wir essen, Montag, Dienstag, Mittwoch. Das fällt uns dann sehr viel einfacher, nach dieser Liste einkaufen zu gehen und zu kochen. Ja, ich zeig's euch einfach. Also, wie gesagt, das ist von Aldi. Bitte? Lass sie nicht raus, die Tür ist offen. Ich lass sie nicht raus. Wir haben 85 Euro ungefähr ausgegeben. Kommt. Die ist ja zu, die Tür, da. So, und hier Haferdrink, da haben wir noch eine ganze Lage mitgenommen. Also nochmal 12, oder die gehen ins Lager, die habe ich jetzt hier nicht stehen. Wir haben einmal Eiscreme, Cookies and Cream, so einen ganzen Pott. Dann haben wir Dominosteine, wahrscheinlich die letzten erstmal, die waren im Sale. Ein Marmorkuchen, die sind nicht, die waren schon, und genauso wie der Kaffee ist nicht von heute. Rucola und Feldsalat. Ich hatte im Einkaufsladen so Lust auf einen großen Salat. Ich mache mir gleich einen großen gemischten Salat. Dann haben wir dreimal Puddings. Joghurt Crisp und Milchreis. Einmal diese Smacks-Verschnitt und Frosties-Verschnitt. Das hat Calvino sich gewünscht. Dann Chili-Krabben-Chips und Classic-Krabben-Chips. Genau. Einmal Mozzarella. Viermal diese Fleischwurst von Gutfried. Sechsmal Paprika. Einmal so Salatherzen mit Wurzelballen. Einmal Birnen. Drei Bananenstauden. Die müssen erstmal wieder reifen für unseren Smoothie. Dann haben wir einmal Marzipan-Schokolade, also Marzipan mit Zartbitterschokolade. Hier so ein Antipasti-Aufschnitt getrocknete Tomate. Einmal Trinkschokolade, die sind in so Sachets. Einmal weißen Cappuccino. Zweimal geriebenen Mozzarella. Viermal geriebenen Gouda. Viermal Mie-Nudeln. Wir machen nämlich diese Woche China-Nudeln selber. Da hatten wir in der Metro, habe ich euch gezeigt, so chinesisches Gemüse geholt. Und ja, damit machen wir diese Woche China-Nudeln selber. Die waren für 69 Cent bei Aldi. Und das war auch im Angebot. Und deswegen haben wir 4 Packungen davon mitgenommen. Und das war's. Tada! Hier gibt es jetzt den Riesensalat. Da ist Eisberg drin, Rucola, das ist meine Gabel. Und dieses mit Wurzel, dieser Salat ist da auch drin, der rote davon. Paprika, Möhre, Kidneybohnen, Mais, Gurke, Tomate und Weißkohl. Und Bernd ist am Fluchen, der ist nämlich heimwerkerisch tätig gewesen. An der Haustür nochmal. Und jetzt ist da am Mülleimer was abgegangen. Also jetzt schließt das nicht mehr, da diese, wir haben so einen, den kann man so rausziehen, die Schiebetür, und da ist der Mülleimer drin. Ja, und irgendwo ist das ein Brett abgefallen und Probleme mit dem, mit der Anbringung, ne? Komm, Smith Murphy, komm. Komm, Herrchen hat gesagt, wir sollen hochkommen. Komm, wir gehen mal gucken, was der sagt. Wir sollen gucken kommen. Oh. Oh. Geht? Mhm. Soll ich hier hochnehmen? Warte, geht schon. Alles gut. Ach, du hast das Bett? Ja. Ja. Schaut okay mal. An der Stelle? An der Stelle? Nicht? Es kommt am Kopf. Happy? Ja, super. Haben wir jetzt noch einen Winkel gemacht? Weil wenn das mal so ist, oder? Oder soll ich noch einen Winkel machen? Ne, reicht ja. Das ist ja nur, dass sich das nicht wegschiebt, so. Das ist hier halt fest. Ja, klasse. Ich kann aber auch noch da und da einmachen. Ne, reicht so. Smurfy, mach zu den Knast. Du darfst da nicht rein. Du darfst überall hin, nur nicht da. Ne? Fein bist du. Ja. Danke, hast du schön gemacht. Ja. Danke. Kurz zurückrufen. Ja. Smurfy möchte das Video beenden heute. Oh, ja, guck.
1944 in den Nordosten Frankreichs. Der damals 22-jährige US-Soldat Tim Das letzte Mal die junge Französin Janine erblickt. Also ich will das schreiben, bevor du gleich aufnimmst. Ja. Ja? Mhm. Wir gehen jetzt schlafen. Geht's heute Nacht los? Mhm. Wir sehen uns morgen bestimmt in alter Frische. Ja. Also diese Wehen sind immer noch da, diese Senk- oder Übungswehen oder was auch immer, aber die werden nicht stärker und nicht regelmäßiger und nicht länger und das dauert bestimmt noch. Ja, auch. Das mache ich auch. Gute Nacht. Ciao. Ja, aber jetzt ist das Beistellbett fertig, das hast du gemacht. Und das ist super. Kann das nicht mehr wegrutschen. Das war noch so das Letzte, was wir noch so erledigen mussten. Ja. Ja, jetzt können sie kommen. Wir sind bereit. Das Elternkind. Das Elternkind ist auch bereit. Ne? Was gehört? Oh, jetzt wird er wach, wenn du das Geräusch machst. Okay, sagt er, er will nicht mehr schlafen. Ausgeschlafen. Spritzgebäck ist sein Lieblingsessen. Ja, guck. Schon wieder am Fressen, Alter. Ja, Erti, sag mal tschüss. Kann ich. Er ist beschäftigt mit Betteln. Ja, ihr wisst, wer auf dem Sofa ist, der muss teilen. Das ist das Gesetz. Der muss mit dem Hund teilen. So. Okay. Ich habe heute übrigens angefangen, auf Instagram und Telegram mich zum Appell zu melden morgens, weil die Videos sind ja ein paar Tage zeitversetzt. Und ihr schreibt mir in die Kommentare so, ist schon da. Und deswegen melde ich mich jetzt täglich Instagram und Telegram und Facebook. Ob es losgegangen ist oder nicht und so. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr da Interesse habt. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.